Ergotherapeutin und wollte schon immer mal ins Ausland. Und ich fand einfach die Möglichkeit toll, dann als Ergotherapeutin im Ausland zu sein und als Ergotherapeutin hier zu arbeiten. Im Ausland zu arbeiten war für mich einfach eine tolle Möglichkeit, neue Kontakte zu bekommen, aber auch die Möglichkeit, einfach mal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf meine Arbeit zu sehen. Auch wie es sieht, Therapie im Alltag von einer Familie aus und einfach da integriert zu arbeiten. Es war ein guter Schritt, weil man wird halt wirklich unabhängiger. Dass man einfach mit ganz viel Reife, mit Wissen und Erfahrung in eine Familie geht, die einen in diesem Bereich braucht. Das heißt, ich habe ein Kind nie als einen großen oder als einen kleinen Erwachsenen angesehen. Man muss an Kinder anders herangehen in ihrer Therapie und solche Sachen, die man im Krankenhaus gelernt hat, die man ausprobiert hat, sowas in den Alltag zu integrieren und das Leben des Kindes auch einfach ein bisschen zu verschönern. Auch so zu erleichtern, ist einfach schön und ich glaube, die Familien schätzen das auch sehr. Ja. Ich bin ganz oft runtergefallen, aber man hat auch kleine Erfolgserlebnisse und ich will es nochmal machen. Ja. Also Heimweh ist natürlich da, das ist normal, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber man hat einfach so viele Menschen um sich herum, die einem das einfach so viel leichter machen. Es sind ganz, ganz viele andere Au-pairs da, die einfach wahnsinnig gut verstehen. In allem, die haben genauso Heimweh wie du, die reisen aber genauso gern wie du und die schauen sich genauso gern Sachen an wie du. Au-pairs mache ich hier auf meinen College-Kurs in Public Speaking Communication, wo es darum geht, nochmal, wie spreche ich am besten frei von der Gruppe? Was muss man beachten? Was gibt vielleicht auch für kleine Tipps, damit man nicht so nervös ist? Was mir dann später auch natürlich helfen kann, wenn ich dann Deutsch studiere? Nee, ich würde gerne meinen College-Kurs in San Diego machen im Januar. Gleich von Anfang an klar, ein zweites Jahr zu machen. Meine Familie war der Hammer. Also wir haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis bis heute. Ich habe meinen Koordinator gehabt, die sich um mich gekümmert hat. Ich habe Chefleute damals noch gehabt, die einfach total hinter gestanden sind. Wenn irgendwas nicht passt hat, waren sie sofort da. Das Matching am Anfang hat problemlos funktioniert. Flüge, Visa, alles ist super gemacht worden. Also viel geboten worden. Also ich bin jetzt schon ein Jahr mit APEX in den USA und es ist die geilste Zeit meines Lebens. Ich bin Susanne Esee, die Gründerin von APEX Social. Das Surf-Outing ist mein Dankeschön an euch alle, unsere Pädagogen, Therapeuten und Pflegekräfte. Ihr seid nicht nur tolle Botschafter, sondern ihr macht auch einen riesigen Unterschied in der Entwicklung eurer Gastkinder. Viele davon mit Special Needs. Danke für euer Vertrauen in APEX. Ich bin stolz, euch bei eurem Auslandsabenteuer begleiten zu dürfen. What's next? Du möchtest mehr über deine Möglichkeiten lernen, wie du dich berufsbezogen in den USA und Australien weiterbilden kannst, Berufserfahrungen sammeln, perfekt Englisch lernen, mit neuen Freunden das Land, die Kultur und das Leben in einem anderen Land erkunden kannst. Als Absolvent gehst du eine Zeit ins Ausland und als internationale erfahrene Fachkraft kommst du wieder. Du hebst dich von anderen Bewerbern ab und findest deinen Traumjob. Dann registriere dich jetzt zum APEX Online Seminar. Den Anmeldebutton findest du direkt unter dem Video in Rot. Das Webinar ist natürlich kostenfrei und wir haben einen besonderen Bonus für dich im Webinar. Das Webinar wird von ehemaligen APEX-Programmteilnehmern gehalten, die selbst mit sozialem Beruf im Ausland waren und die aus erster Hand berichten und dir alle deine Fragen beantworten können. Also unter dem Video den roten Button finden und los geht's. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung und wir wünschen dir viel Spaß dabei.